Meine Damen und Herren, hier sind die erfolgreichsten Serienmodelle, die im ZDF je vom Band liefen. Begrüßen Sie mit mir Senterberger, Peter Weck, Grit Böttcher und Marion Kracht. Herein in die gute Stube. Sehr schön. Wir küssen jetzt. Einen schönen guten Abend. Ach, wie toll. Schön, das immer dann noch mal in diesen Ausschnitten zu sehen. Und sofort läuft ein Film. Sofort läuft. Aber für mich auch. Großes Kino im Kopf. Senta, wie häufig werden Sie heute noch auf die schnelle Gerti angesprochen? Eigentlich stets und ständig, oder? Ja, natürlich von den berufsmäßigen Taxifahrern sehr gerne. Ja? In Berlin oder in Hamburg oder wo auch immer. Letztendlich sogar in Afrika hat jemand zu mir gesagt, die schnelle Gerti. Der hatte in Leipzig Maschinenbau studiert und konnte also damals immer diese Reihe sehen, die schnelle Gerti. Und in Berlin sagen sie, na, sie wissen ja wohl besser als wir, ja, wohin sie wollen. Kommen sie auch schneller hin, Fräuleinchen. Also das funktioniert immer noch. Ja. Und das ist, Grit Böttcher, auch eine Erfahrung, wie sehr eine solche Rolle dann auch das Leben bestimmen kann und zu Verwechslungen führen kann? Ich habe ja drei Serien gemacht. Da kommen wir auch schon mal ein bisschen durcheinander, wenn man sie zuordnen möchte. Aber das meiste wird gesehen beim verrückten Paar. Ja. Das wird gemeint. Meine erste war so ein süßes kleines Biest. Ja. Das war auch ganz, war die erste Serie überhaupt im Fernsehen. Stimmt. Da haben Sie auch gleich eine Hauptrolle gespielt. Ja, ich war das süße Biest. Ja. Wenn so ein Image wird man auch nie mehr los, oder? Naja, also so ein süßes kleines Biest. Das stimmt. Ich bin sogar noch einen Zentimeter kürzer geworden seit damals. Biest, da ist jetzt die Altersweisheit da. Und so ein süßes, das muss das Publikum sagen. Natürlich. Marion Kracht, Sie haben mit der Figur der Tina Drombusch auch schon völlig irre Verwechslungsgeschichten erlebt. Sie wurden auch schon mal auf Ihre Eheverhältnisse angesprochen. Naja, als ich damals einen Freund hatte und bei ihm zu Hause war, kam die Putzfrau und sagte, du hier, du verheiratet, geht nix. Sie konnte nicht verstehen, warum ich sozusagen bei einem fremden Mann aus ihrer Sicht zu Hause war. Und es war etwas kompliziert, zu ihr zu erklären, dass das nur im Film ist und nichts in der Wahrheit so. Macht man dann schnell eine Skizze und dann ist es wahrscheinlich auch angekommen. Peter Weck ist bei uns. Herr Weck, mit der wundervollen Familie, die Sie geheiratet haben, gab es ähnliche Geschichten, die bedeuteten, dass Sie erst mal sich sehr viel Arbeit machen mussten, weil Sie waren ursprünglich als Regisseur angeheuert und dann war irgendwann klar, dass Sie nicht nur der Regisseur sein werden, sondern gar die Hauptrolle übernehmen, weil Harald Juhnke als Hauptdarsteller mehr oder weniger ausfiel für diese Geschichte. Haben Sie mit viel Freude dann auch in Ihre Figur, in den Werner, so ein bisschen Juhnke mit reingestreut? Nein. Ich glaube, ich war ziemlich nüchtern bei der ganzen Geschichte. Aber wie es dazu kam, dass ich die Regie führen sollte, war ja die Thekla Karola-Witt und der Juhnke besetzt. Und er hatte vorher so einige kleine Exzesse gehabt und da hat der Sender hat gesagt, das können wir uns nicht erlauben, wenn der in der Zeit ausfällt. So, wir müssen da jemanden suchen, der die Rolle übernimmt. Naja, also ich will das kurz machen, es ist also hin und her gegangen, dann sollte ich, dann habe ich gesagt, nein, ich mache Regie und so. Und dann habe ich gesagt, such meinen Regisseur. Am ersten Drehtag ist die Sebald und die Theke aus der Boutique herausgeschossen und gesagt, kein Wort mehr, so spiele ich nicht. Und dass der Regisseur, der vorgesehen war, war dann schon entlassen. Und der Redakteur hat mich angesehen und gesagt, na, Sie wissen, was auf Sie zukommt. Habe ich gesagt, ja, einen Tag rette ich. Und dann sind 3 Jahre draus geworden. Ja. Der Wahnsinn. Wir beide. Ja. Ja. Sie müssen uns von Harald Juhnke auch noch ein bisschen erzählen. Wie war Ihr Arbeitsverhältnis zueinander? War es mehr als ein Arbeitsverhältnis?
Also Verhältnis und Arbeitsverhältnis. Da war schon was dazwischen von uns beiden. Das war schon, ich sage immer, wiederhole mich da sicherlich, es war ein Yin-Yang. Also wir haben uns erfüllt zusammen. Aber wir waren weder ein Liebespaar, noch nur Arbeitsverhältnis. Es war eine schöne Sache. Und ich finde auch ganz schade, dass es der Junge nicht mehr lebt. Weil er sehr viel konnte und so. Aber ich muss nur auch eines sagen, ich finde es wirklich schade, weil ich kenne ihn gut. Er hat auch mal eine Spielzeit lang bei uns im Haus gewohnt mit seiner Familie. Dankeschön. Aber ich muss noch sagen, ich lebe noch. Das sollte man nicht vergessen. Das vergisst man überhaupt nicht. Senterberger, von Ihnen gibt es die irre Geschichte, dass Sie Ihren Kindern, Ihren beiden Jungs, erst sehr spät erlaubt haben, überhaupt fernschauen zu dürfen. Also eine solche Serie wie Ich heirate eine Familie wurde hergezeigt oder wurde nicht hergezeigt? Ich heirate eine Familie war eine Lieblingsserie für die ganze Familie. Es lebten ja auch meine Eltern bei uns im Haus. Ja. Und da saß dann wirklich sehr einträchtig Großvater und Oma und die Kinder, die waren damals 5 und weiß ich nicht mehr, 9 oder sowas. Aber absolut familientaugliches Programm, oder? Und sie haben den Peter geliebt. Und in den Vorweihnachtstagen haben wir ihn einmal mit seiner Familie in München auf der Straße getroffen. Und Simon war absolut heilig. Er hat ihn angesehen wie Anbetung war das in seinen Augen. Und der kleine Luca, der war nur so groß damals, der zupfte mich immer am Rock und sagte zu mir, sag ihm, dass er der Peter weg ist. Ja. Aber das war eine familienzusammenführende Reihe, die der Peter da gemacht hat. Ja. Ich war schon streng, was das Fernsehen angeht. Ganz streng kann man nicht sein, wenn die Großeltern im gleichen Haus leben, weil ich hätte sonst vielleicht gar keinen Fernsehapparat über die Jahre gehabt. Ach ja? So, aber ich war sehr spießig. Ich habe ein Schloss angebracht. Und meine Kinder haben sich lustig über mich. An dem Fernseh? Ja, mit dem Schlüssel. Und dann habe ich den Schlüssel versteckt. Und dann war FC Bayern gegen irgendwas. Und dann hat der Michael gesagt, wo ist der Schlüssel? Da habe ich gesagt, ja, der war doch in der, war in der Schublade. Nein, hinter dem Buch. Oh. Dann haben wir aufgehört mit dieser Methode. Sie wurden dann auch groß. Aber so ein bisschen ein Konsumverhalten den Kindern ja, vorzuleben, das finde ich gar nicht so schlecht. Aber die Gerdi haben sie geliebt natürlich. Und die Gerdi haben sie natürlich geliebt. Aber sie haben auch relativ spät erfahren, dass sie Schauspielerin sind. Ja, eigentlich erst durch die Schule und da wiederum nicht durch die Kinder, sondern durch die Eltern dieser Kinder, die gesagt haben, das ist doch die. Ja? Und wenn dann die Kinder zu uns kamen, sagten sie immer zu mir, Senterberger, wo ist das Klo? Das war jetzt nicht besonders fein, aber es ist besonders typisch, wenn ein kleiner Junge mal pisseln muss und der ist erst 7 Jahre alt, dann sagt er eben Senterberger. Echt schön. Ich heirate eine Familie, Peter Weck, hat natürlich von den großartigen Schauspielern dem Elternpaar gelebt, aber auch von den Kindern. Wo hatten Sie die Kinder eigentlich her? Woher kamen die? Ja, aus Schulen. Die habt ihr richtig gecastet, wie man heute Neudeutsch sagt? Ja, ja, genau. Mhm. Ja, ja. Und ich habe dann eben hab mich in manche Eigenheiten von den Kindern, also verliebt ist zu viel gesagt, aber immer gedacht, das ist ganz lustig. Der eine, der mir so ein bisschen gelispelt hat irgendwo. Und das hat sich auch herausgestellt, dass sie sehr gut ausgewählt waren. Ja, ja. Die waren ganz toll. Heute sind das, glaube ich, müssen über 30 sein oder sowas oder noch älter. Also wenn Sie das jetzt schon erwähnen, dann habe ich, glaube ich, eine kleine Überraschung für Sie. Ja. Wollen Sie sich vielleicht Ihre beiden Söhne in Ich heirate eine Familie noch mal ganz genau anschauen? Mhm. Weil, wenn sich diese Wand jetzt gleich öffnet, könnte es sein, dass die erwachsenen Söhne von Peter Weck aus Ich heirate eine Familie durch diese Wand kommen. Ja, das ist schön. Setzt euch zu uns.
Darf ich auch schnell noch Hallo sagen? Schönen guten Hallo. Abend. Hallo. Toll, dass ihr da seid. Wer ist jetzt der, der gelispelt hat? Das bin ich. Hat es gegeben mit den Jahren, Gott sei Dank. Wie sehr haben euch eure Rollen noch verfolgt? Bis wie lange in eurem Leben? Bis jetzt offensichtlich, sonst wären wir wohl nicht hier. Und ihr seid euch nicht noch mal begegnet irgendwo zwischendurch? Nein. Nein. Seitdem nicht mehr. Nein. Das ist jetzt wie lange her, dass ihr den letzten Tag, die letzte Drehsequenz miteinander in die Tüte gepackt habt? 200 Jahre. Nein, gar nicht. 27 Jahre ungefähr. Zwischen 25 und 30, ja. Ach, wie toll. Ja, ja. Also dann genießt bitte noch ein bisschen diesen Moment. Und wenn Sie einverstanden sind, meine Damen und Herren, dann kommt jetzt in Sachen Humor ein echtes Feuerwerk. 50 Jahre Humor im ZDF.